Schönen guten Tag, Desmond. Hallo! Ja, was los? Naja, ich wollte einfach mal fragen, was du hier so machst. Ich dusche. Ja, das sehe ich. Du scheinst es ja richtig zu genießen. Ja, doch, ganz toll, ja. Naja, was ich dich eigentlich fragen wollte... Ja? Ich meine, Schieß los! Ich bin ganz Ohr! Warum hältst du da so Duschgel in die Kamera? Ach, weißt du, weil, ja, du kennst doch, ich hab doch diese Knieschmerzen. Ja, sehe ich, sieht sehr schmerzhaft aus. Ich würde damit mal zum Arzt gehen. Ja, sagt man mir öfter. Nee, und deswegen muss ich mich dann immer so richtig gründlich hinter den Ohren waschen. Und hab dann einen Großkundenvertrag abgeschlossen mit einer berühmten Sportmarke. Und die haben mir so, jetzt hier einen Vertrag angeboten. Ja, genau. Und was musst du in dem Vertrag machen? Ja, ich muss nur alle 5 Sekunden mal hier so rumlaufen und duschen und dieses Produkt bewerben. Aha, das klingt ja genauso unglaubwürdig, als wenn ich sagen würde, Mensch, das ist nur ein einziger Typ, der hier beide Stimmen spricht. Ja, genau, das wäre ja so unglaubwürdig. Ja, ich lach mich tot, ich renne hier mal in der Dusche rum. Ja, ist das in Ordnung für dich? Ja, danke sehr. Ja, weißt du was? Ich nehme das mal weg, nicht, dass ich hier Ärger bekomme. Nein, was soll denn das? Ich meine, du hast doch auch deinen Axel. Ja, der macht Werbung für Axe. Und ich mache hier halt Werbung für diese Duschgel-Marke. Ja. Red ruhig weiter. Ey, was war das? Du nimmst mir das nicht weg. Halt, stopp, nein! Tja, das tut mir jetzt aber leid, Desmond. Hast du wohl deinen Werbevertrag nicht erfüllt? Ja, schön scheiße! Tja, hallo, meine Damen und Herren, zu einem neuen Let's Play Live. Der arme Desmond hier, der ist jetzt wahrscheinlich etwas verstört und wird sich im Laufe des LPs nicht nochmal melden. Ja, ich denke, er ist so verstört, wir können ihn einfach mal ins Bett schicken. Ah, ja. Das tut gut, wa? Was war das? Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Nö. Ich bin so frei und warte hier noch eine Weile. Ist ja nicht so, dass ich mich auch beeilen müsste, weil in... Vor 9 Minuten fing das Champions League-Finale zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea an. Das wollte ich eigentlich gucken, aber ich habe so lange gebraucht, um diese Aufnahme vorzubereiten. Ein neues Let's Play Live. Ich werde versuchen, hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend zu Dings schlawenzeln. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen.
Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Genau, wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Hallo, Lucy. Schön, dass du da bist. Wirklich. Ich dachte schon, das ganze LP müsste ohne dich auskommen. Ja, jetzt noch ein paar technische Infos. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, auf welcher Auflösung er das gerade aufnimmt, Red mich rein. Weil diese Sequenzen hier außerhalb des Animusses, die sind nicht verstellbar bei der Pixelanzahl. Also ich habe zumindest keine Funktion gefunden. Und ich kann, während ich hier außerhalb des Animusses bin, nicht... kann ich nicht Menü drücken und hier einfach irgendwelche Optionen einschalten. Deswegen bin ich jetzt mal Legen Sie sich schon hin. Wie geil war das denn gerade? Okay. Kann ich nicht einfach wechseln und auf Optionen gehen und hier irgendwas einstellen. Deswegen bin ich mal echt gespannt, was jetzt kommt. Zweite Info. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt landen werden. Und ich habe keine Ahnung, wie dieses Let's Play Live weiterlaufen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich bin extremst gespannt. Dritte Info. Benutzen Sie freies Laufen, um auf einem Kampf zu fliehen. Sprinten Sie, um Gegner abzuhängen. Und springen Sie durch Marktstände, um der Menge auszuweichen. Dritte Info. Euch bewährt, alter ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Altair, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Yes. Nun geht. Entweder nach Akron oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Danke sehr. Ah, das Kurzmesser oder auch Dolch. Synchronisiere Rang 2 Erinnerung, neue Waffe erhalten. Kurzschwert auf 1, neue Fähigkeit erlernt. Konterkill, Sie können im Hof trainieren. Jawoll! Ja, außerdem wollte ich noch sagen, vor dieser kurzen Sequenz, das hier ist mein Standmikrofon, mit dem ich die letzten Folgen aufgenommen habe. Vielleicht habt ihr es bemerkt, die Audioqualität von mir, also von meiner Sprache, war etwas besser als sonst. So, und ich habe mit diesem Kurzschwert, hier ist es, ich kann es gerade nicht aktivieren, schön, schon etwas trainiert und diese Konterkills, die habe ich alle schon drauf. Oh mein Gott, was habe ich gerade behauptet? Vielleicht habe ich sie alle schon drauf. Ich hoffe zumindest, dass ich mich nicht allzu sehr blamiere. Ich werde trotzdem jetzt im Hof ein bisschen trainieren. Hallo? Ja, siehst du. Lass dich doch einfach fallen. Lass dich doch einfach fallen. Und ich bin... Hallo? Mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Immer noch nicht. Ich möchte ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja. Ich kann total freiwillig im Hof trainieren. Okay, drücken und halten Sie Taste 1. Und drücken Sie Taste 0, wenn Ihr Gegner einen Angriff startet, um einen Konterangriff durchzuführen. Kampfmodus mit F aktivieren. Dann drücken wir jetzt mal episch F. So. Kontern. Rechte Maustaste ist Taste 1 und jetzt Taste 0 zum Kontern. Und 1, 2, 3 jetzt. Jawoll. Und hinterher schlagen, genau. Immer auf die Leute, die auf dem Boden liegen. Aha. Ey, der stirbt einfach nicht. Stopp, stopp. Okay, jetzt konter ich dich. Jawoll, aber ich darf ihn gerade nicht töten, ne? So ein Mist aber auch. Oh,
Drücken und halten Sie. Warte. Schon klar. Ich mache mal einen langen Angriff. Genau. Das war das, was ich in den letzten Folgen nicht ordentlich lesen konnte. Nämlich der lange Angriff. Dafür halte ich die linke Maustaste einfach etwas länger. Okay. Und nochmal rechte Maustaste und linke. Kontern. Jawohl. Und so, meine Schüler, sollte ein Mann kämpfen. Was? Kampf trainieren. Kombo-Kill, Konterangriff. Kombo-Kill? Hab ich da jetzt ernsthaft drauf gedrückt auf Kombo-Kill? Ach du Scheiße. Drücken und halten Sie Taste 1, um Angriff abzuwehren. Dies ist die Verteidigungsstellung. Kampfmodus mit F. Nee, rechte Maustaste. Ah, nur die rechte Maustaste, okay. Dann wehre ich automatisch ab. Das ist ja echt schön zu wissen. Jetzt endlich mal, nachdem wir uns durch ganz Damaskus geprügelt haben, ohne sowas zu wissen. Danke, liebes Spiel. Jetzt müsst ihr auch mal angreifen. Na komm, mach mal das. Mach selber was. Komm schon. Komm schon, mach was. Dann mach ich halt was. Zack, 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 zack. Ey. Lass das gefälligst. Ja. Jetzt verfalle ich wieder an Seite rumgeklickelt. Toll. Supi. Na komm. Ja, 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 ja. Storytechnisch weiterkommen und so weiter. So. Vierte Sache. Was ist das? Habe ich gerade gesagt. Vierte Sache. Ich verstehe. Vierte Sache. Neues Headset. Neues Headset. War das wichtig? Haltet eure Klinge nicht einfach. Werdet eins mit ihr. So. Ich muss auch aufpassen, dass ich das Standmikrofon nicht da und runter schmeiße. Ungefähr so. Und ich benutze ein anderes Headset. Und da ist bei mir die Audioqualität besser und es gibt keine Rückkopplung, weil das alte Headset hat ja nicht so die Ohrenabdichtung und da war immer ein bisschen was mit auf Band. Und gerade bei Sprechsequenzen von irgendwelchen Sprechern, wo ich selber nichts gesagt habe, hat man das ganz extrem gemerkt. Da musste ich dann immer meine eigene Tonspur so ein bisschen rausschneiden. Ich frage mich gerade, wo wir hin müssen. Ach so. Oh nein, 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 nein. Sehe ich das gerade richtig, dass wir jetzt hier ganz schön weit reisen müssen? Das sieht wohl so aus. Okay. Immerhin, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Synchronisationsbalken. Das ist ja schon eine ganze Menge, ne, wa? Ne, wa? Yay, die Framerate freut sich. Sie freut sich so sehr, da ist sie gleich wieder weg. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich nehme ja jetzt schon wieder ganz schön lange auf. Ich wollte eine kurze, ganz kurze Aufnahme machen. Aber ich bin jetzt gerade erst dabei, so richtig eingestiegen zu sein. Das heißt, es lohnt sich gar nicht, jetzt schon aufzuhören. Ich müsste jetzt eigentlich aufhören, damit der erste Part zu Ende ist. Aber da hat jetzt etwas länger, kann ich ja nichts für. Und die zweite Hälfte gucke ich dann live und die erste Hälfte dann nicht. Jetzt wisst ihr auch mal, wie aktuell ich das aufnehme. Wenn alles so klappt, wie ich das... Upsala, das war jetzt blöd. Wenn alles so klappt, wie ich das vorhabe, sollte diese Folge nämlich am Sonntag erscheinen. Also, für mich gesehen morgen. Und ihr seht mal, wie aktuell ich das aufnehme, ne? Nämlich heute, am Samstag. Hallo? Nein, ich greife dir nicht nochmal an. Das war ja schon recht sehr dämlich von mir. Aufsitzen. Ich sitze auf, indem ich auf Untertauchen drücke. Ich werde aus dem Spiel nicht schlau. Ist aber trotzdem geil. Hallo? Umgeritten. So, jetzt kann man noch mal vielleicht... Nein, das war absitzen. Aufbäumen. Jawohl, jetzt kann ich auch gezielt aufbäumen. Was ich ja vorher nicht konnte. So, was haben wir noch für Optionen? Oh. Da habe ich gerade einen Unschuldigen leicht angegriffen. Das war jetzt nicht geplant.
Boah, Steuerung, das geht ja gar nicht klar. Hä? War da schon immer so ein Dings vor? Ich weiß es nicht. So, mit gezogenem Schwert rennen wir jetzt, galoppieren besser gesagt, hier durch die Lande. Ist anscheinend nicht mal so weit bis zum Königreich. Ach, die Musik ist schön. Jetzt komme ich auch wenigstens während des Spielens ein bisschen in den Genuss dieser ganzen Sounds und muss nicht selber leiser machen, damit man hier nichts hört. Oh, Pause. Nutzen Sie Konterangriffe, wenn Sie es mit mehreren Gegnern zu tun haben, um einen Vorteil zu gewinnen. Oh, schön einfach. Okay, ich bin leicht verwirrt. Das sind zwei Markierungen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Nach Jerusalem, nach Akkon. Ajemine, also wir haben zwei Pfade. Wir können erst den einen nehmen oder den anderen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aussichtspunkt. Den können wir jetzt wahrscheinlich auch anreiten. Es kann natürlich auch sein, dass es wie das letzte Mal so ist, dass dort noch eine Wand davor ist. Und wir da nicht lang können. Aber ich denke, das ist jetzt deaktiviert, damit wir da durch können. Weil ansonsten wäre die Auswahl nicht so schwierig. Ach, ist auch schön, wieder in altbekannten Gebieten zu sein. Ich habe das Mikro schon wieder umgeworfen. Ich hoffe, es nimmt keinen dauerhaften Schaden davon. Ich gestikuliere hier auch so. Viel zu viel. Optionen. Grafik. Ja. Ja. Sag ich ja. Kein Wunder, dass es hier so scheiße aussieht. Ich habe mich schon gewundert. Es ist noch die alte Auflösung drin, die ich reingemacht habe. Ich weiß. Ja, genau. Die hatte ich reingemacht, um zu gucken, ob ich das Ganze spielen kann, während ich was rendere. Es funktioniert nicht. Entschuldigt mich kurz, bin gleich wieder für euch da.
Okay, die Aufnahme. Wow, spooky. Okay, also die Aufnahme hat jetzt begonnen. Okay, rangezoomt. Auch das Notebook-Video läuft schon. Das Notebook-Video. Auch das Fenster ist offen. So, jetzt geht's jeden Moment los. Ich laufe jetzt noch schnell in die Dusche. Okay, rein hier und ich bin drin. Und ich kann auch nicht mehr raus, ist ja das Tolle. Okay, Aufnahme start in 3, 2, 1. Warte, Scheibenklasse, wie soll ich denn jetzt an die Taste rankommen? Okay. Nee, warte. Aufnahme starten. 3, 2, 1. Schönen guten Tag, Desmond. Hallo! Ja, ja. Was los? Naja, ich wollte einfach mal fragen, was du hier so machst. Ich dusche. Ja, das sehe ich. Du scheinst es ja richtig zu genießen. Ja, doch, ganz toll, ja. Naja, was ich dich eigentlich fragen wollte... Ja? Ich meine, Schieß los! Ich bin ganz Ohr! Warum hältst du da so Duschgel in die Kamera? Ach, weißt du, ja, du kennst doch, ich hab doch diese Knieschmerzen. Ja, sehe ich, sieht sehr schmerzhaft aus. Ich würde damit mal zum Arzt gehen. Ja, sagt man mir öfter. Nee, und deswegen muss ich mich dann immer so richtig gründlich hinter den Ohren waschen und hab dann einen Großkundenvertrag abgeschlossen mit einer berühmten Sportmarke und die haben mir so, jetzt hier einen Vertrag angeboten. Ja, genau. Und was musst du in dem Vertrag machen? Ja, ich muss nur alle 5 Sekunden mal hier so rumlaufen und duschen und dieses Produkt bewerben. Aha, das klingt ja genauso unglaubwürdig, als wenn ich sagen würde, Mensch, das ist nur ein einziger Typ, der hier beide Stimmen spricht. Ja, genau, das wäre ja so unglaubwürdig. Ja, ich lach mich tot, ich renne hier mal in der Dusche rum. Ja, ist das in Ordnung für dich? Ja, danke sehr. Ja, weißt du was? Ich nehme das mal weg, nicht, dass ich Ärger bekomme. Nein, was soll denn das? Ich meine, du hast doch auch deinen Axel. Ja, der macht Werbung für Axe. Und ich mache hier halt Werbung für diese Duschgel-Marke. Ja. Red ruhig weiter. Ey, was wird das? Du nimmst mir das nicht weg. Halt, stopp. Nein. Tja, das tut mir jetzt aber leid, Desmond. Hast du wohl deinen Werbevertrag nicht erfüllt? Ja, schön scheiße. Tja, hallo, meine Damen und Herren, zu einem neuen Let's Play Live. Der arme Desmond hier, der ist jetzt wahrscheinlich etwas verstört und wird sich im Laufe des LPs nicht nochmal melden. Ja, ich denke, er ist so verstört, wir können ihn einfach mal ins Bett schicken. Ah, ja, das tut gut, wa? Was war das? Nö. Ich bin so frei und warte hier noch eine Weile. Ist ja nicht so, dass ich mich auch beeilen müsste, weil in... Vor 9 Minuten fing das Champions League Finale zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea an.
Das wollte ich eigentlich gucken, aber ich habe so lange gebraucht, um diese Aufnahme vorzubereiten. Ein neues Let's Play Live. Ich werde versuchen, hier einfach mal so ein bisschen durch die Gegend zu Dings schlawenzeln. Genau, wo was ist? Hallo, Lucy. Schön, dass du da bist. Wirklich. Ich dachte schon, das ganze LP müsste ohne dich auskommen. Ja, jetzt noch ein paar technische Infos. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, auf welcher Auflösung ihr das gerade aufnimmt, weil... Rett mich nicht rein. Weil diese Sequenzen hier außerhalb des Animusses, die sind nicht verstellbar bei der Pixelanzahl. Also ich habe zumindest keine Funktion gefunden. Und ich kann, während ich hier außerhalb des Animusses bin, nicht... Nein. Kann ich nicht Menü drücken und hier einfach irgendwelche Optionen einschalten. Deswegen bin ich jetzt mal... wie geil war das denn gerade? Okay. Kann ich nicht einfach wechseln und auf Optionen gehen und hier irgendwas einstellen. Deswegen bin ich mal echt gespannt, was jetzt kommt. Zweite Info. Ich weiß auch nicht, wo wir jetzt landen werden. Und ich habe keine Ahnung, wie dieses Let's Play Live weiterlaufen wird. Ich habe keine Ahnung. Ich bin extremst gespannt. Dritte Info. Dritte Info. So. Danke sehr. Ah, das Kurzmesser oder auch Dolch. Synchronisiere Rang 2 Erinnerung, neue Waffe erhalten, Kurzschwert auf 1, neue Fähigkeit erlernt, Konterkill, Sie können im Hof trainieren. Jawoll! Ja, außerdem wollte ich noch sagen, vor dieser kurzen Sequenz, das hier
ist mein Standmikrofon, mit dem ich die letzten Folgen aufgenommen habe. Vielleicht habt ihr es bemerkt, die Audioqualität von mir, also von meiner Sprache, war etwas besser als sonst. So, und ich habe mit diesem Kurzschwert, hier ist es, ich kann es gerade nicht aktivieren, schön, schon etwas trainiert und diese Konterkills, die habe ich alle schon drauf. Oh mein Gott, was habe ich gerade behauptet? Vielleicht habe ich sie alle schon drauf. Ich hoffe zumindest, dass ich mich nicht allzu sehr blamiere. Ich werde trotzdem jetzt im Hof ein bisschen trainieren. Hallo? Ja, siehste. Lass dich doch einfach fallen. Lass dich doch einfach fallen. Und ich bin... Hallo? Immer noch nicht. Ja, ich kann total freiwillig im Hof trainieren. Okay, drücken und halten Sie Taste 1. Und drücken Sie Taste 0, wenn Ihr Gegner einen Angriff startet, um einen Konterangriff durchzuführen. Kampfmodus mit F aktivieren. Dann drücken wir jetzt mal epischst F. So. Kontern. Rechte Maustaste ist Taste 1 und jetzt Taste 0 zum Kontern. Und 1, 2, 3 jetzt. Jawoll. Und hinterher schlagen. Genau. Immer auf die Leute, die auf dem Boden liegen. Aha. Ey, der stirbt einfach nicht. Stirb. Stirb. Okay, jetzt konter ich dich. Jawoll. Aber ich darf ihn gerade nicht töten, ne? So ein Mist aber auch. Oh. Drücken und halten Sie... Warte. Schon klar. Ich mache mal einen langen Angriff. Genau. Das war das, was ich in den letzten Folgen nicht ordentlich lesen konnte. Nämlich der lange Angriff. Dafür halte ich die linke Maustaste einfach etwas länger. Okay. Und nochmal rechte Maustaste und linke. Kontern. Jawoll. Was? Kampf trainieren. Kombo-Kill, Konterangriff. Kombo-Kill? Habe ich da jetzt ernsthaft drauf gedrückt? Auf Kombo-Kill? Ach du Scheiße. Drücken und halten Sie Taste 1, um Angriff abzuwehren. Dies ist die Verteidigungsstellung. Kampffotos mit F. Nee, rechte Maustaste. Ah, nur die rechte Maustaste, okay. Dann wehre ich automatisch ab. Das wäre echt schön zu wissen. Jetzt endlich mal, nachdem wir uns durch ganz Damaskus geprügelt haben, ohne sowas zu wissen. Danke, liebes Spiel. Jetzt müsst ihr auch mal angreifen. Na komm, mach mal das. Mach selber was. Komm schon. Komm schon, mach was. Dann mach ich halt was. Zack, 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 zack. Ey. Lass das gefälligst. Ja. Jetzt verfall ich wieder ins alte Rumgeklicke. Toll. Supi. Na komm, ist gut. Ja. Storytechnisch weiterkommen und so weiter. So, vierte Sache. Was ist das? Habe ich gerade gesagt, vierte Sache. Vierte Sache. Neues Headset. Neues Headset. War das wichtig? So, ich muss auch aufpassen, dass ich das Standmikrofon nicht da und runter schmeiße. Ungefähr so. Und ich benutze ein anderes Headset. Und da ist bei mir die Audioqualität besser und es gibt keine Rückkopplung, weil das alte Headset hat ja nicht so die Ohrenabdichtung und da war immer ein bisschen was mit auf Band. Und gerade bei Sprechsequenzen von irgendwelchen Sprechern, wo ich selber nichts gesagt habe, hat man das ganz extrem gemerkt. Da musste ich dann immer meine eigene Tonspur so ein bisschen rausschneiden. Ich frage mich gerade, wo wir hin müssen. Ach so. Oh nein, 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 nein. Sehe ich das gerade richtig, dass wir jetzt hier ganz schön weit reisen müssen? Das sieht wohl so aus. Okay. Immerhin, wir haben 1, 2, 3, 4, 5... 6 Synchronisationsbalken. Das ist ja schon eine ganze Menge, ne, wa? Yay, die Framerate freut sich.
Sie freut sich so sehr, da ist sie gleich wieder weg. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich nehme ja jetzt schon wieder ganz schön lange auf. Ich wollte eine kurze, ganz kurze Aufnahme machen. Aber ich bin jetzt gerade erst dabei, so richtig eingestiegen zu sein. Das heißt, es lohnt sich gar nicht, jetzt schon aufzuhören. Ich müsste jetzt eigentlich aufhören, damit der erste Part zu Ende ist. Da wird halt jetzt etwas länger, kann ich ja nichts für. Und die zweite Hälfte gucke ich dann live und die erste Hälfte dann nicht. Jetzt wisst ihr auch mal, wie aktuell ich das aufnehme. Wenn alles so klappt, wie ich das... Upsala, das war jetzt blöd. Wenn alles so klappt, wie ich das vorhabe, sollte diese Folge nämlich am Sonntag erscheinen. Also, für mich gesehen morgen. Und ihr seht mal, wie aktuell ich das aufnehme, ne? Nämlich heute, am Samstag. Hallo? Nein, ich greife dir nicht nochmal an. Das war ja schon recht dämlich von mir. Aufsitzen. Ich sitze auf, indem ich auf Untertauchen drücke. Ich werde aus dem Spiel nicht schlau. Ist aber trotzdem geil. Hallo? Umgeritten. So, jetzt kann man noch mal vielleicht... Nein, das war absitzen. Aufbäumen. Jawohl, jetzt kann ich auch gezielt aufbäumen. Was ich ja vorher nicht konnte. So, was haben wir noch für Optionen? Oh. Da habe ich gerade einen Unschuldigen leicht angegriffen. Das war jetzt nicht geplant. Wow, Steuerung, es geht ja gar nicht klar. Hä? War da schon immer so ein Dings vor? Ich weiß es nicht. So, mit gezogenem Schwert rennen wir jetzt, oder galoppieren besser gesagt, hier durch die Lande. Ist anscheinend nicht mal so weit bis zum Königreich. Ach, die Musik ist schön. Jetzt komme ich auch wenigstens während des Spielens ein bisschen in den Genuss dieser ganzen Sounds und muss nicht selber leiser machen, damit man hier nichts hört. Oh, Pause. Oh, schön einfach. Okay, ich bin leichter wird. Das sind zwei Markierungen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Nach Jerusalem, nach Akkon. Ajemine, also wir haben zwei Pfade. Wir können erst den einen nehmen oder den anderen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aussichtspunkt. Den können wir jetzt wahrscheinlich auch anreiten. Es kann natürlich auch sein, dass es wie das letzte Mal so ist, dass dort noch eine Wand davor ist. Und wir da nicht lang können. Aber ich denke, das ist jetzt deaktiviert, damit wir da durch können. Weil ansonsten wäre die Auswahl nicht so schwierig. Ach, ist auch schön, wieder in altbekannten Gebieten zu sein. Ich habe das Mikro schon wieder umgeworfen. Ich hoffe, es nimmt keinen dauerhaften Schaden davon. Ich gestikuliere hier auch so. Viel zu viel. Optionen. Grafik. Ja. Ja. Sage ich ja. Kein Wunder, dass es hier so scheiße aussieht. Ich habe mich schon gewundert. Es ist noch die alte Auflösung drin, die ich reingemacht habe. Ich weiß. Ja, genau. Die hatte ich reingemacht, um zu gucken, ob ich das Ganze spielen kann, während ich was rendere. Es funktioniert nicht. Entschuldigt mich kurz, bin gleich wieder für euch da. Aufnahme beginnt wieder in 3, 2, 1. So, finished. Hab das Ganze jetzt hier mal so eingeschaltet. Und tatsächlich, wir können hier durch. Wir können hier auch lang galoppieren. Es ruckelt zwar ganz leicht, allerdings
Oh, ist das hier wahrscheinlich nicht so gut, wenn es ruckelt? Alter, guck mal, eine Soldatenkolonne. Was machen die hier? Ich gehe dir mal hinterher. Ach, jetzt sieht es auch wieder richtig schön aus, so in Full HD. Full HD. Full HD. Das ist so ein schönes Wort. Ob ich die mal umreiten sollte? Stirbt! Okay, jetzt müsste ich drehen. Okay, ich glaube, ich habe keinen einzigen erwischt. Aber gut. Drehen. Und ein paar umreiten. Jawohl. Ich glaube, wir haben einen. Reicht ja fürs Erste. Aber da war eine Flagge. Ich würde gerne wissen, was für eine Art Flagge das ist. Ob hier jetzt wieder andere Flaggen sind oder so. Wenn ich jetzt einfach mal reinreite. Und sie nicht aufnehmen kann auf dem Pferd. Weil es ein Eck ist. Scheibenkleister. Nein, jetzt haben sie hier unser Pferd getroffen. Ich bin aber auch ein Schussel, was? Oh, nee. Jawohl, den ersten haben wir. Wer ist das Nächste? Wer ist der Nächste? Wer ist der Nächste? Jawohl, ein Konter. Wer ist der Nächste? Komm, greif doch an. Sonst mache ich es. Na komm, nein, 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 nein. Was war mit unserer Synchro-Anzeige los? Unsere Synchro-Anzeige, warum waren die so leer? Jawohl, ein Konter. Da komm. Nein, 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 nein. Jawohl, einen haben wir niedergelegt. Nein, 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 nein. Ich will jetzt hier nicht sterben, ja? Nicht wegen sowas, Leute. Komm schon, greif an, greif an. Treffer. Jawohl, finish him. So, wir haben wieder zwei Balken. Halbwegs sicher, komm schon. Konter, genau. Ich sag dir, ich hab das System fast raus. Oh, der Rest flüchtet, der Rest flüchtet. Ja, so aber nicht, Leute. So, jetzt noch schnell die Flagge denn eingesammelt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das klappt. Hätte ich nicht gedacht. Ah, ein Glück, es ist eine Richard-Flagge. Sonst hätte ich jetzt echt Probleme bekommen, wenn das jetzt wieder eine andere Flaggenart gewesen wäre. Aber es sind noch alles Richard-Flaggen, das ist ja gut. So, leicht stoßen. Ja, aufsitzen. Geht auch. Wahlweise auch das. Das war ja ganz schön anstrengend gerade. Wirklich, ganz schön anstrengend. Ich bin richtig durchgeschwitzt. Da könnte man fast dieses Sportdeo hier nehmen. Aber das wäre ja Werbung. Ja. Oh, es stehen jetzt überall Wachen rum. Schön scheiße. Ah, da hinten ist dieser Aussichtsturm. Mal gucken, wie oder ob ich da hochkomme. Oder ob oder wie oder was oder wo oder auch immer. Checkpoint erreicht. Gerade eine ganz kurze Pause, es geht weiter jetzt. Okay. Hier piept es ganz schön, findet ihr nicht auch? Ich gehe erstmal unauffällig hier lang. Was? Unauffällig, ne? Möglichst viele Leute anrempeln, dann ist man am unauffälligsten. Ey. Oh, was macht ihr mit meinem Pferd? Das Ärmste. Okay, absitzen, untertauchen. Ich will mein Schwert ziehen. Ah. So. Zieh das blöde Schwert. Zieh einfach das blöde Schwert. Was ist daran nicht zu verstehen? Zieh das Schwert. Normalerweise macht man das mit der Taste, mit der ich mich jetzt dauernd aufbäume. Alter, das sind viel zu viele. Die kann ich doch nicht... Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich bin an Harakiri-Reaktion gut. Außerdem ist die Musik gerade richtig, richtig gut.
So, Framerate, kriegst du dich wieder ein? Jo! Oh ne, die sind jetzt auch schon da oben. Ah, verdammt! Boah! Na, endlich zieht er seinen Degen. Konter! Jawoll, ja! So, ich wechsle aufs Kurzschwert. Und zack! Treffer. Und finish him! Okay, komm her. Komm her. Jawoll, in den Rücken. Oh, ich bin so bestialisch einfach. So, da hätte ich jetzt zum Beispiel losschütteln drücken können. Habe ich aber nicht gemacht. Komm schon. Mach was. Mach was. Ich will kontern. Jawoll. Schön. Double Kill. So, und das Ganze mit diesem blöden Kurzschwert. Ja, jetzt lacht ihr nicht mehr, wa? Ja, ich bin ein bisschen sardonisch. Ganz kleines bisschen. Eine Flagge. Was sagt ihr nun? Ach so, ihr seid leise. Seid ihr etwas stumm? Schlagen, fallen lassen. Sag mal, willst du mir jetzt total... Ah, toll. Ja, geht doch. Bisschen verbuggt ist es gerade, und aber wenigstens hat sich die Framerate eingeholt. So, wir klettern jetzt hier einfach mal hoch. Ein bisschen anders hinsetzen, ja, mir tut fast ein bisschen Rückenweh. Ich muss mich, das sieht man jetzt gerade nicht, so ein bisschen runterbeugen, damit dieses Mikro auch wirklich aufnimmt, was ich sage. Dieses Mikro, das, wie ich hier auf dem zweiten Bildschirm sehe, man gar nicht gut sehen kann vor diesem T-Shirt. Dieses T-Shirt, das habe ich extra dafür angezogen, nur weil die Farbe schwarz natürlich... Das habe ich natürlich nur angezogen, weil die Farbe schwarz so ein bisschen das Mikro verdeckt. Das ist vollkommen absichtlich. Und ich hoffe, dass die Audioqualität gerade nicht darunter zu leiden hat. Ich kann jetzt auch einhändig weiterspielen, das ist ganz einfach. Okay, ich brauche vielleicht doch beide Hände. Oh, schon gruselig irgendwie. So, hoch hier.